warte noch kurz, bis alle drin sind. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Blödes sage, denn im gleichen Moment, wie ich hier vor Ihnen in der Realität stehe, hinterlasse ich auch digitale Spuren. Mein Smartphone, was via GPS meinen Standort mit verschiedenen Apps teilt, die daraus ein Bewegungsmuster erstellen. Der Livestream, der meine Worte auf die Screens der Interessenten außerhalb dieses Gebäudes wirft. Und die Bahn, die mich markiert hat als Fahrgast zwischen Frankfurt und München, der gern am Fenster Platz nimmt. 2,5 Trillionen Bytes. Weltweit, aber nicht pro Jahr, sondern pro Tag. Pro Person entspricht das in etwa 700 Megabyte. Das heißt, jeder von uns schreibt pro Tag seinen eigenen Spielfilm. Technik. Ich mache einfach mal weiter. Diese Daten können gesammelt, aggregiert und ausgewertet werden. Es können Profile erstellt werden und Schlüsse gezogen werden. Und je nachdem, in welchem Land ich mich befinde, kann das dazu führen, dass darüber entschieden wird, welche Versicherung mir zugute steht oder welche Universität ich besuchen darf. Die mediale und die politische Diskussion über den Umgang mit Daten und was passiert, wenn wir Daten unkontrolliert erheben und auswerten, davon hat jeder eigentlich was mitbekommen. Als Antwort darauf gab es unter anderem die Datenschutzgrundverordnung. Daten sind aber auch sehr wichtig. Und die Diskussion darüber ist elementar, denn Daten sind der Treiber von künstlicher Intelligenz. Und künstliche Intelligenz befeuert auch Robotics. Und auch da wieder die Sorgen, was passiert eigentlich, wenn Roboter sich verselbstständigen, wenn wir die Kontrolle über sie verlieren? Und mit zunehmender Vermenschlichung der Roboter und der zunehmenden Substitution der menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entstehen natürlich auch Sorgen. Sorgen, wie sieht der Arbeitsmarkt der Zukunft aus? Ist mein Job noch sicher? Ich arbeite in der digitalen Branche und auch ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen, dass es meinen Job in 5 Jahren noch so geben wird. Deshalb ist selbstverständlich, dass die Sorgen über die Jobaussichten in der Zukunft in der Gesellschaft geteilt werden. Die Sorgen um die Digitalisierung spiegelt sich auch in der Einstellung der Deutschen wider. Nur 54% sagen, die Digitalisierung hat überwiegend positive Auswirkungen. Und obwohl die Digitalisierung uns so viele Möglichkeiten bietet, sagt nur ein Viertel, ich bin neugierig darauf, was passiert. Ja, aber wem traut man denn jetzt eigentlich den Umgang mit neuen Technologien zu? Nur 10% den Regierungen. Und da wären wir bei einem anderen Thema. Denn dank der Digitalisierung haben jetzt auch Politiker die Chance, sich zu jedem Moment, von jedem Ort der Welt, zu jedem Thema ungefiltert zu äußern.
Und dieses Beispiel, das kennen Sie sicherlich, das habe ich aus einem ganz bestimmten Grund ausgewählt. Denn das verdeutlicht drei Probleme. Erstens, der Umgang mit gesellschaftlichen Problemen, die Ernsthaftigkeit dahinter. Zweitens, die digitale Kommunikation per se. Wie sprechen wir miteinander? Hier ohne Respekt, ohne Wertschätzung und von oben herab. Das ist kein Dialog. Das entspricht nicht dem, was wir in der analogen Welt an Regeln und Werten der Kommunikation gelernt haben. Ja, und das Dritte, wir haben einen Generationenkonflikt. Donald Trump nimmt nicht ernst, mit welcher Motivation die junge Generation gewillt ist, in Zeiten der Digitalisierung sich den enormen gesellschaftlichen Herausforderungen anzunehmen. Gesellschaftliche Herausforderungen, denn in Zeiten der Digitalisierung prasseln auf uns nahezu unzählige gesellschaftliche Herausforderungen ein. Der Klimawandel ist einmal Ausdruck dafür, oder sagen wir Klimakatastrophe, dass wir handeln müssen, und zwar jetzt. Und die digitale Kommunikation verdeutlicht das noch. Im Internet findet der Austausch überall auf der Welt im Digitalen statt. Digitale Kommunikation ist nicht nur ein Enabler, es ist auch eine weitere gesellschaftliche Herausforderung. Denn wie gerade schon gesagt, es findet kein Dialog mehr statt. Und hier treibt uns die digitale Kommunikation auch ein Stück weit auseinander, denn wir sprechen nicht mehr miteinander, wir vertreten Standpunkte. Wir hören uns nicht zu, wir möchten, dass der andere unsere Meinung einnimmt. Und Fake News und Hate Speech sind nur ein Grund, weshalb wir die Digitalisierung nicht dafür nutzen, den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu werden. Und in Kombination mit dem vorhin gezeigten Tweet, aber auch der fehlenden Führung in den Zeiten unglaublichen Wandels, wundert es nicht, dass wir hier auch eine politische Spannung erkennen. Politiker in Frage gestellt werden, sich Gruppierungen bilden. Und Entscheidungen getroffen werden, die wir nicht in 2020 erwartet hätten. Das soll das Kassenbon-Gesetz sein. Nächstes Jahr ist jeder dazu verpflichtet, einen Kassenzettel zu drucken. Egal, ob er nur ein Brötchen verkauft oder 10. In Deutschland. In 2020. Klimakatastrophe, Digitalisierung, Kassenbongesetz. Also mich wundert es dann nicht, dass die junge Generation kritisch auf das, was in der Gesellschaft, in der Politik passiert, hinblickt. Und Deloitte hat sich einmal sehr intensiv mit der jungen Generation, und damit meinen sie hier Generation Z und die Millennials, also von 83 bis 95, und haben mal geschaut, was sind eigentlich die Gedanken, wie gehen sie mit der Digitalisierung um und worüber haben sie Sorgen? Und da ist die Klimakatastrophe die Nummer 1 Sorge. Und in Anbetracht dieses kleinen Beispiels von vorhin wundert es mich nicht, dass die Generation Z sagt, da gibt es auch keine Verbesserungen im Jahr 2020. 7% glauben das. Und dennoch, 46% wollen eine positive Wirkung entfalten. Sie wollen etwas tun. Sie wollen die Zukunft gestalten. Mein Name ist Christina Siebmann. Ich bin Teil der Millennials. Und auch ich möchte eine positive Wirkung entfalten. Ich möchte meine Mitmenschen dazu anregen, die Digitalisierung als Chance zu begreifen. Als Chance dafür, den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu werden. Und
Ich weiß, Sie haben heute schon sehr viel wertvollen Input gehört und es ist auch schon recht spät. Und trotzdem ist mein Ziel heute, Sie mit diesem Impulsvortrag zu motivieren, positiv zu denken und Ihren Beitrag zu leisten, die Zukunft zu gestalten. Mein Thema heute ist Social Innovation, denn ich glaube daran, dass Technologien uns Chancen eröffnen, zu einer integrierteren Gesellschaft zu werden. Und ich sage bewusst integrierter, obwohl es nicht ganz korrekt ist, denn ich glaube, wir haben schon eine integrierte Gesellschaft, es kann noch besser werden. Und so wie Tim O'Reilly bin ich der Meinung, die Zukunft ist nichts, was uns passiert, auch wenn man ab und zu das Gefühl bekommt, denn es passiert alles so schnell und es kommt alles gleichzeitig und wo sollen wir denn eigentlich anfangen? Hauptsache, wir fangen an. Hauptsache, wir fühlen uns der Herausforderung gewachsen, die Zukunft mitzugestalten. Future doesn't happen. People make it happen. Und people, das sind wir. Die Frage dazu, wie wollen wir die Zukunft gestalten, ist unglaublich stark auch davon getrieben, wie wollen wir innovieren? Was ist unsere Innovationsstrategie? Und wir als Deutsche, wir haben in der Vergangenheit eigentlich keine schlechte Arbeit geleistet. Denn wenn man sich anschaut, wie viele Patente wir jährlich auf den Markt bringen, dann ist es schon ordentlich. Und auch bei der Entwicklung von Schlüsseltechnologien spielen wir eine globale Schlüsselrolle. Die Frage ist, reicht das, um in Zukunft diese Position aufrechtzuerhalten? Ist es die richtige Antwort auf das, was in Zukunft auf uns wartet? Innovation galt oder gilt immer noch als Treiber von Profit, als Wachstumsgarant und ist oftmals verbunden mit Technologie, aber nicht ausschließlich. Das Smartphone und Digital Business Model haben ganze Märkte disruptiv verändert, getrieben durch Technologien. Ja, und auf der anderen Seite, da haben wir gemeinnützige Organisationen, die kümmern sich schon um die gesellschaftlichen Herausforderungen. Ja, da stimme ich zu, die machen eine großartige Arbeit, aber in welcher Zeit leben wir? Wir leben in einer Zeit, wo gesellschaftliche Herausforderungen und Digitalisierung passiert. Monsteraufgaben. Wenn man sie alleine betrachtet, schier unbewältigbar. Aber sollte heute nicht der Anlass sein, einem alternativen Innovationsansatz mehr Aufmerksamkeit zu schenken? Social Innovation beispielsweise. Und Social Innovation hat sehr viele verschiedene Definitionen. Man kann sich schlecht darauf einigen, was ist es denn jetzt eigentlich konkret? Und man verliert unglaublich viel Zeit zu definieren. Und wie ist denn jetzt eigentlich die korrekte Erklärung? Ich habe die von der Stanford Graduate School of Business ausgewählt. Die lässt sich sehr gut mit den anderen vereinen. Und dementsprechend ist Social Innovation eine neue Lösung zu einem existierenden Problem, das effektiver, effizienter oder nachhaltiger ist und dass die Gesellschaft innerhalb der Bewertungsmaxime priorisiert. Social Innovation ist aber mehr als das. Social Innovation hat die Kraft dazu, durch diesen Paradigmenwechsel eine soziale Transformation anzustoßen, einen Systemwandel auszulösen. Und das finde ich großartig. Denn ich glaube, all den Herausforderungen können wir nur gemeinsam gerecht werden. An denen können wir nur gemeinsam arbeiten. Ja, und die gesellschaftlichen Herausforderungen, wie lassen die sich zusammen mit der Digitalisierung eigentlich verstehen? Nun ja, dadurch, dass Klimakatastrophe, Armut, Krankheit, Chancenungleichheit auf der Welt so präsent ist, dank der digitalen Medien, steigt auch das Bewusstsein dafür, dass wir nachhaltige Wertschöpfung benötigen. Es zwingt Unternehmen, Mitmenschen, Gesellschaft, Politik dazu, lokal Verantwortung zu übernehmen, da sie globalen Effekt haben werden.
Und das sieht man auch, die Menschen sind bereit. Sie sind gewillt, mitzuwirken. Das sieht man an den verschiedenen Gruppierungen. Ja, und zur gleichen Zeit haben wir die Digitalisierung. Und das, was wir eingangs schon mal gehört haben, nämlich das Thema Arbeitsmarkt, wie wird er sich verändern, das ist nicht nur eine Bedrohung, es ist gleichzeitig eine Chance. Denn da, wo Ressourcen frei werden, können sie für soziale Innovation eingesetzt werden. Darüber hinaus, und wir haben es auch beim Beispiel Wien auch schon mal gehört, digitale Lösungen lassen sich sehr gut skalieren. Einmal entwickelt, können sie in andere Märkte übertragen werden. Und neue ökonomische Modelle helfen auch dabei, dass wir das Ganze auch noch profitabel tun. Und zu guter Letzt bieten uns neue technologische Innovationen die Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln, wo wir sie bislang nicht vermutet hätten. Wer glaubt, dass sich die Vergangenheit fortschreibt und dass wir in 5 Jahren nicht den Progress machen, den wir in den letzten 5 Jahren gemacht haben, dem fehlt der Optimismus und das Verständnis dafür, wie rasant die Digitalisierung ist. In 5 Jahren, in 10 Jahren, es ist alles möglich. Und das Zusammenspiel zwischen Wille und Bewusstsein, dass wir uns verändern müssen, als auch die Kraft und die Ressourcen, die durch die Digitalisierung entstehen, sind der Treiber für soziale Innovation, sodass wir zu einer integrierteren Gesellschaft werden. Und integriertere Gesellschaft, stelle ich mir darunter vor, ich sehe da eine Gesellschaft in der Zukunft, die durch ihre Heterogenität die Stärke schöpft, um in Spannungsfeldern zu innovieren und die das Gemeinwohl priorisiert. Dafür brauchen wir gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele und wir müssen uns gemeinsam auf einen Wunschzustand fokussieren. Wir können durch Innovationen Hilfsbedürftigen und älteren Menschen zu mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit verleiten und wir können Chancengleichheit weiter fördern, indem wir Barrieren abbauen und Technologie smart einsetzen. Und im besten Fall lernen wir wieder miteinander zu sprechen, indem wir digitale Kanäle für den Dialog nutzen. Wie schaffen wir das? Die Mitgliedstaaten der United Nations haben sich hier intensiv mit beschäftigt. Eine große Datengrundlage hat dazu geführt, die dringendsten gesellschaftlichen Herausforderungen zu identifizieren und bescheidene 17 Ziele zu definieren. Diese Ziele haben eins im Sinn: die Armut zu bekämpfen, den Planeten zu beschützen und den Lebensstandard weltweit an jedem Ort zu erhöhen. Und im nächsten Jahr beginnt die Decade of Action. Denn man hat gemerkt, wir sind noch lange nicht da. Diese Ziele sind miteinander verbunden. Kein einziges steht für sich alleine. Und vor allen Dingen, und das ist der Unterschied zwischen den vorher verabschiedeten Zielen, kein Land schafft das alleine. Das schaffen wir nur zusammen. Und nun liegt es an den Nationen, an den Regionen, an den Kommunen, an den Unternehmen und an den Mitmenschen, zu kaskadieren, was sind unsere Ziele? Was bedeuten die Sustainability Goals für mein Wirken, für meine Tätigkeit? Social Innovation benötigt aber auch Social Funding. Denn genau wie technologische Innovationen bedarf es bei Social Innovation Research und das Bilden von Unternehmen. Und das erfordert Kapital. Und noch heute unterliegt das Investment für Social Innovation deutlich dem für technologische Innovation. Auch hier muss ein Umdenken stattfinden. Das passiert aber nur dann, wenn wir auch eine neue Bewertungsmaxime, neue Bewertungskriterien zugrunde legen. Denn Social Innovation ist nicht nur dafür da, einen ROI zu erzielen, sondern es geht eben darum, einen Social Impact zu hinterlassen.
Und auch die Unternehmen sind dazu beauftragt, ihre Verantwortung neu zu definieren. In der Vergangenheit hat es vielleicht gereicht, wenn man sich für gemeinnützige Organisationen engagiert hat, wenn man gespendet hat, wenn man vielleicht mit ihnen kooperiert hat. In der Zukunft reicht das nicht mehr. Die Verantwortung für die Gesellschaft und für den Impact, für die Wechselwirkung, die das Unternehmen mit der Gesellschaft und der Umwelt hat, muss Kern der Unternehmensführung sein. Und da sind wir lange noch nicht am Ziel. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele mitgeben, die zeigen, wie mithilfe von Technologien gesellschaftliche Herausforderungen entgegengetreten werden kann und wie auch Lösungen geschaffen werden können. Gerade in Deutschland befassen wir uns sehr intensiv mit dem Thema demografischen Wandel, was einfach daran liegt, dass wir eines der ältesten Länder der Welt sind. Und hier müssen wir aktiv werden. Wir dürfen die älteren Mitmenschen nicht vergessen. Wir müssen ihnen ermöglichen, so lange wie möglich unabhängig und selbstständig zu bleiben. Und da spielt das Thema Wohnen im Alter eine sehr relevante Rolle. Und hier kann beispielsweise mit dem Internet of Things Möglichkeiten geschaffen werden, dass ältere Menschen so lange wie möglich in ihrem Eigenheim wohnen bleiben können. Denn diese Ambient Assisted Living Systeme sind dazu ausgerichtet, Arbeiten zu Hause oder kleine Tätigkeiten wie die Jalousie hoch- und runterfahren oder den Herd an- und auszuschalten, vollautomatisiert zu übernehmen. Und auch die Sicherheit, hier ein Beispiel von der Future Shape GmbH, auch die Sicherheit ist eine zentrale Rolle. Die Future Shape GmbH hat eine Unterlage entwickelt, mithilfe von smarten Sensoren, mit deren Hilfe Bewegungsmuster identifiziert werden können und im Zweifel, im Notfall, Alarme abgesetzt werden können, vollautomatisiert. Und wo wir den demografischen Wandel haben, da bleibt uns, die aktiv sind, die jung sind, eigentlich nur, dass wir noch stärker miteinander zusammenarbeiten und dass wir die Kraft, die wir haben, gut nutzen. Und deswegen das Thema Gemeinschaft, wie können wir, und wir hatten ja auch vorhin das Thema Partizipation, wie können wir das in Zukunft zu einem Usus machen? Und hier ein Beispiel von einem Citizen Engagement Lab, das eine Plattform bietet, an der Bürger sich beteiligen können, Ideen einreichen können und wo dafür abgestimmt werden kann, welche Ideen weiter verfolgt werden sollen. Hier kam auch eine junge Gruppierung auf die Idee, nämlich die belgische Youth for Climate, diese Plattform zu nutzen, um sich auszutauschen. Ideen aus der Masse, Schwarmintelligenz. Und so wurden in unter 3 Monaten 1.700 Ideen generiert, 2.600 Votes Kommentare hinterlassen und 3.200 Votes abgegeben. Das heißt, der Wille, sich zu beteiligen, der ist durchaus da. Man muss nur dahin gehen, wo es am meisten wehtut. Und bei der Masse an Kommentaren, an Ideen, kann eine weitere Technologie dabei helfen, dass wir miteinander gemeinschaftlich arbeiten, nämlich Natural Language Processing. NLP entwickelt sich stets weiter und ist immer mehr in der Lage, Texte zu verarbeiten und im Kontext zu analysieren. Das bedeutet, wenn bei solchen Bürgerumfragen sehr viele Ideen eingereicht werden, dann können im Anschluss mithilfe von NLP identifiziert werden, wie ist die emotionale Stimmung. Ist es ein Thema, was in Aufruhr versetzt oder ist es positiv behaftet? Was sind die Themen, die die Mehrheit der Bürger wirklich interessiert? Und gibt es Lösungen, die wir redundant auf der Plattform erkennen? NLP hilft uns also, die demokratische Abstimmung günstiger und schneller voranzutreiben. Und da wäre ich auch schon bei dem Thema, das mich besonders bewegt. Inklusion. Obwohl es so einfach klingt, Chancengleichheit,
Inklusion. Es ist eines der Ziele der United Nations Sustainable Development Goals, wo wir weltweit am schlechtesten performen im Vergleich zu dem, wo wir gestartet sind. Denn hier machen wir Rückschritte. Und dabei kann es so einfach sein. Es kann so einfach sein, Menschen zu integrieren. Und ich persönlich bin 100% davon überzeugt, dass wir mit Hilfe von neuen Technologien nahezu jede Barriere einreißen können. Eine Technologie, die mich dabei besonders fasziniert, ist die Sprachtechnologie. Und der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht einen Alexa zu Hause oder einen Google Assistant oder fragt Siri, wie das Wetter morgen wird. Die Anwendungsfälle sind vielleicht heute noch beschränkt. Die Technologie entwickelt sich jedoch rasant weiter. Und Voice User Interfaces, Sprachtechnologie, ist die erste Technologie, die in der Masse angekommen ist, seit dem Radio, wo Sehbehinderte nicht exkludiert sind. Das heißt, die Sprachtechnologie bietet nicht zum einen nur die Möglichkeit, die Barrieren zu reduzieren, sie bietet vor allen Dingen auch die Chance, Sehbehinderte zu inkludieren und zu Experten auszubilden. Und das ist meine Vision, die ich mit Voisionary verfolge. Ich möchte mit Hilfe von Sprachtechnologie Sehbehinderte zu mehr Unabhängigkeit, zu mehr Selbstständigkeit im Alltag verhelfen. Und ich habe die gewagte Vision, dass Sehbehinderte die Experten von Voice User Interfaces werden. Denn sie sind diejenigen, die verstehen, wie wir mit Sprache navigieren, wie wir mit Sprache uns durch den Alltag bewegen und wie wir alle wieder erlernen, Worte richtig einzusetzen. Die Beispiele, die ich Ihnen mitgebracht habe, sollen Ihnen eigentlich verdeutlichen, warum Daten eigentlich extrem wichtig sind. Denn nur wenn wir in Deutschland die Intelligenz aufbauen und Daten richtig erheben und richtig analysieren, dann haben wir auch die Möglichkeit, intelligente Systeme zu entwickeln. Dann haben wir die Möglichkeit, Technologien zu entwickeln, mit denen wir hier für uns, für die Gesellschaft einen Unterschied machen können. Jetzt bin ich ja hier im Rathaus. Also die Frage, welche Rolle spielt denn die Verwaltung oder auch die Politik in dem Zusammenhang? Das Ganze braucht einen Rahmen. Das Ganze braucht eine Infrastruktur, in der wir uns bewegen können. Und es geht nicht nur darum, Märkte zu erschließen oder Themen zu erschließen, die eventuell relevant sind, sondern hinzuhören, was sind die Themen, die meine Gesellschaft bewegt und wie können wir die richtigen Leute zusammenbringen und motivieren. Der Motivation, ohne die geht gar nichts. Wir brauchen Motivation und wir brauchen Optimismus. Ich bin optimistisch, dass wir die Zukunft so gestalten können, dass wir mithilfe von Technologien vielleicht nicht alle, aber die meisten Barrieren abbauen können und somit zu einer integrierteren Gesellschaft werden und somit langfristig auch auf die UN Sustainable Development Goals einzahlen können. Und dann habe ich überlegt, habe ich überhaupt die Erfahrung, heute hier zu stehen und sowas zu sagen? Sie sind ja viel erfahrener als ich. Und mein Startup, hat es eigentlich schon einen Use Case? Ist es schon profitabel? Sag doch mal, hast du schon mal Geld damit verdient? Mit wem arbeitest du zusammen? Wer sind deine Sponsoren? Ich bin überzeugt, darum geht es nicht. Langfristig schon. Aber indem ich angefangen habe und gesagt habe, ich beginne, bevor ich überhaupt weiß, was ich tue, weil ich weiß, ich möchte etwas tun, ich möchte
Sehbehinderte integrieren. Ich möchte Lösungen für sie finden. Und ich warte nicht darauf, bis es vollkommen ist, sondern ich arbeite mich Stück für Stück bis zu meinem Ziel vor. Und das ist etwas, was in Deutschland ein bisschen schwierig ist. Also als ich angefangen habe, habe hier so eine Initiative, die heißt Visionary, da kamen genau diese Fragen. Ja, hast du schon ein Büro? Wo können wir uns denn mal treffen? Hast du einen Businessplan? Nee, habe ich nicht. Soll ich jetzt aufhören? Also, nee. Und dann habe ich einfach mal gemacht. Und ich habe angefangen auf Instagram, was eigentlich so eine, das ist ja schon so ein Widerspruch in sich, für Sehbehinderte auf Instagram, visuellen Kanal. Und ich habe festgestellt, ich habe mich getäuscht. Es sind sehr viele Sehbehinderte tatsächlich auf Instagram unterwegs und die unterhalten sich auch unheimlich gern mit mir. Und so kann ich sagen, seit Tag 1, wo ich die Idee hatte, habe ich einfach mal gemacht und ich habe einen positiven Impact gehabt. Denn ich habe gemerkt, es unterhält sich auch niemand mit ihnen und fragt mal, wie können wir eigentlich neue Technologien für dich einsetzen? Was bewegt dich? Ja, und so kam ich dann Schritt für Schritt meinem Proof of Concept ein bisschen näher. Und das ist eigentlich das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Warten Sie nicht darauf, bis Sie eine fertige Lösung haben. Und das habe ich auch manchmal das Gefühl, ist in der Politik so. Wir fangen erst an, wenn es perfekt ist. Nee, wir fangen dann an, wenn wir motiviert sind. Und wir fangen dann an, wenn wir sehen, da ist ein Problem und ich glaube, ich habe eine Lösung. Ob sie richtige ist, das erfahre ich aber erst dann, wenn ich darüber spreche. Sich austauschen, von anderen lernen, zuhören. Das ist das, womit wir schon eine positive Wirkung entfalten können. Denn im Gespräch mit anderen entstehen neue Ideen. So kann ich jemanden inspirieren dazu, mithilfe von Sprachtechnologie Lösungen für Blinde zu schaffen. Es ist mir egal, ob es jemand anders macht. Hauptsache, wir machen es. Und so hoffe ich, dass jeder mal von Ihnen in sich reinhorcht. Was ist das, was Sie so richtig packt? Was ist Ihre Leidenschaft? Wo sagen Sie, oh, das ärgert mich. Warum ist das in der Gesellschaft so? Wie unfair. Ich bin mir sicher, da gibt es für jeden ein Thema. Und alleine, wenn Sie darüber reden und wenn Sie gemeinsam mit Ihren Freunden, mit Ihren Bekannten, mit Ihren Kollegen oder mit der Fremden im Zug darüber sprechen, werden Sie sehen, dass die Welt sich verändert. Und für mich hat sie sich so verändert, dass ich noch mehr bekräftigt bin darin, mithilfe von Technologien Barrieren einzureißen und meinen Teil dazu beizutragen, die Zukunft mitzugestalten. Denn ich glaube, die Zukunft ist ein besserer Ort. Und so hoffe ich, dass wir in Zukunft Antworten auf die Fragen finden, was sind unsere größten Herausforderungen, worauf möchte ich mich konzentrieren. Wie wollen wir gemeinsam leben? Wollen wir vom Pessimismus geprägt sein? Ach, dein Start-up, das wird niemals profitabel. Wie viele Blinde gibt es denn eigentlich? 356.000 in Deutschland, Sehbehinderte. Sondern, dass wir uns gemeinsam unterstützen und uns motivieren dazu, das Positive in der Digitalisierung zu sehen, die Chancen zu erkennen, wie wir in Zeiten enormer gesellschaftlicher Herausforderungen plötzlich einen Werkzeugkasten voller Lösungen haben. Das heißt, wir müssen Ressourcen neu allozieren, wir müssen neu priorisieren, wir müssen Erfolge anders bemessen und dann können wir das gemeinsam schaffen. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, ich habe nicht überzogen, nein. Aber ich möchte Sie gerne mit der Frage in den abschließenden Networking-Teil entlassen, mal in sich reinzuhorchen. Welche Rolle spielen Sie bei der Gestaltung der Zukunft? Jeder von uns, jeder, spielt eine essentielle Rolle. Ja.